Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ich bin euer Firobo und ich habe ja gesagt, wir machen die nächste Insel. Das machen wir jetzt. Ich hab Bock drauf. Ich bin momentan wieder ein bisschen Assassin's Creed am Suchen. Ich zock halt in letzter Zeit echt relativ wenig. Ich habe jetzt ungelogen die letzte Woche, bis auf gestern. Gestern habe ich im Verhältnis ziemlich viel COD gespielt. Da habe ich bestimmt 2-3 Stunden COD gespielt. So jetzt im Verhältnis war ich jetzt schon wieder wahrscheinlich dann Wochen her. Ja, aber sonst so im Verhältnis habe ich echt wenig gespielt. Da habe ich nur Assassin's Creed gespielt und die bisschen die 2 Folgen Tod und die 2 Folgen Let's Test, die ich jetzt letztens aufgenommen habe. Sonst habe ich nur ein bisschen Assassin's Creed gespielt. Alles klar. Einen Löwen gelegt oder was? Das finde ich schon irgendwie krass. Oh, ich bin ja gar nicht getarnt. Ich stand die ganze Zeit, ich bin getarnt. Ja. Ich hatte einfach in letzter Zeit irgendwie nicht so wirklich Bock drauf. Muss ich gestehen. Zum Beispiel Red Dead Redemption 2. Habe ich jetzt bestimmt schon seit mindestens einem halben Monat nicht mehr gespielt. Mindestens, wenn nicht sogar noch länger. Das ist einfach, ja, krass. Schlag in die Eier, bitte. Na? Übrigens sind wir auch Level 61. Zack. Hat mich keins mal getroffen, by the way. Boom. Also, dann ist wahrscheinlich das nächste Max-Level 65. Würde ich jetzt vermuten. Dann geht es wahrscheinlich sogar rauf, dann mit dem letzten DLC auf 80. Ich vermute mal, da oben die Statue das ist, ne? Ich schlürf mal eben an meinem Red Bull. Ich mag diese Interdition mit dem, sag ich mal, Zimtnelke. Ist einfach nur geil. Klar, ist ungesund von dem Zuckergehalt hier und so weiter, aber schmeckt gut. Schmeckt sie gefühlt sogar besser als Festgeber. Es liegt wahrscheinlich am Zucker. So, Schnellreise. Oh. Da ist mein Handy noch laut. So, natürlich weggemacht. So. Dann schauen wir auf die Karte. Okay, die Insel hat auch wieder 2 Bereiche. Okay. Ich sage, was ist dahin, da, dahin. Und dann sollen wir die restlichen Orikalkos sein. In dem Bereich. Ja. Hier gibt es bestimmt auch ein paar Kisten. Das war jetzt natürlich Fail. Das ist auch noch eine Kiste und da. Ja, hätte ich das mal vorher gemacht. Dann müsste ich nicht immer hier hochklettern, ne? Ups. Ja, aber so schlecht, dass ich jetzt wirklich alles bekommen habe im Spiel, ne? So, hallo. Guckt ja eh gerade keiner hin, ne? Ah, guck mal. Zeremonie schaut im Blau immer hin. Nicht immer nur dieses weiße Zeug. Ah, guck mal, ist auch ein Trampelpfad. Viele Leute kommen mit Verpflegung auf dem Weg. So, bist du hungrig, durstig? Hier, nimm was. Zucker, siehst du. Obstgarten, ja. Hab ich entdeckt. Oh. Ich hab nichts gemacht. Was guckst du? So. 1, 2, 3. Ja, wir müssen die Dinger eh kaputt machen. Das ist weiter hinten, okay. Hui, lauf, Cassandra, hui, Brennerlisten, Ida. Ja, wie scheiß Sound drüber, mein Gott. Die berüchtigte Cassandra, die meistgesuchte Helenin weit und breit. Ja, yep. Wie Helenin, du? Ups.
den neuen Lauf zum letzten Silo, um es zu beschützen. Finde ich gut. Ui! Cassandra Weitwurf. Aber schön, dass mich hier zwar keiner gesehen hat, wie ich es getan habe, aber trotzdem an mir gesucht wird. Finde ich gut. Achso, da unten steht ja eine Stadt gerade, der hat sein Beinchen gehoben und pickelt dahin. So, nee, nicht verbessern, ich würde gerne. Kannst du schon was Cooles bei dir kaufen? Nö, kann man nicht. Naja. Ups. Ups. Der Ober freut euch, hä? Nee, nee, nee. Oh, da muss ich hin. Ich bin gegen Party. Gefühlt sind das hier einfach komplett andere Gebäude. Ja, schön, dass ihr mich sehen konntet. Ergibt natürlich Sinn. Cassandra, ich will dahin. Dann geh auch dahin. Geh mir doch das Bein. Nicht deinen pinkeln Hund. Falsch abgebogen. Immer dieses falsch abbiegen. Ja, versteckt. So. Oh, guck mal, was lila ist. Damit hatte ich jetzt wirklich überhaupt nicht gerechnet. Wenn ich ehrlich bin. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sowas Niederlands kommt. Ja, dafür haben wir halt wieder zwei Köpfe, fast einen dritten sogar. Ist doch geil. So, können wir jetzt wahrscheinlich unseren dritten Kopf dann gesehen werden dabei. Nee, doch noch nicht. Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Gibt es eigentlich irgendwo? Ne, hier nicht. Ein alles Täfelchen. Ach, das ist. Start. Oh, vielleicht kriege ich ja hier die Mission, wo ich das Vieh killen muss. Ach, hier lila Schnee. Interessant. Goldstab. Wow. So, irgendwo hier oben war noch eine. Da. Es klingt so leicht, als würde es regnen. Okay, es ist auch im Game, nicht bei mir. Ihr wisst ja, ich bin paranoid bei sowas. Nachdem ich da mitten bei einer Weißlauf habe, weiß ich ja noch Wasserschaden bekommen habe. Ja, es regnet wirklich. Okay, gut. Was haben wir denn hier? Bubis. Bubi-Statue. Nicht mal so wie ein Ort hier für entdeckt, also. Was hier, das ist die Statue, blablablub. Gar nichts, ernsthaft? Rundspiel? Dann halt nicht. So. Mal eben, warte mal, im Schauen wegen. Ja, Rekalkos ist hier wirklich nicht, okay. Rekalkos gibt es da wirklich nicht, weil es sieht einfach so aus, als es ja Rekalkos hier gibt. So, da noch eine Kiste. Das scheint auch kein böses Bereich zu sein, okay. Schmugglerhafen. Ich darf mich sein. Finde den Eingang, Fio. Das ist die große Quest. Nein, du sollst. Oh, ja, natürlich, sie kann ich einfach bis Gelände steigen, ne? Geht einfach nicht. Ach, Cassandra. Ey, Mädchen! So, bitteschön. Dich
Götter müssen dich zu mir geführt haben. Ich danke dir von Herzen. Holt mich hier raus! Kein Tutor. Bei Hermes, ich bin endlich frei. Danke. Ja, bitte. Ich kann sagen, das sieht nach einem... Ja, bitteschön. So, der wird natürlich wieder bemerkt. War ja klar. Schmugglerhafen abgeschlossen. Yay. Oh nein, der böse... Was auch immer kommt. Dann machen wir es weiter hier. Kann ich hier. Probier es einfach. Scheiße, bitte lass mich frei! Wer da ist, ja, bitteschön. Ja, habe ich gern gemacht. Ja, komm, Pferd. Wir müssen Schätze finden. Oh wow. Komm schon. Ja, Pferd kann wieder nicht da hoch. Ich glaube, die Landschaft ist echt nur so felsig, weil es dort wirklich so war. Einfach nur, damit der Spieler mehr Umstände hat. Ja, warum gibt es hier keinen Strahl? Oh, gibt er doch. Bis da vorne. Ja, bis da vorne gibt es Strand. Wow. Na, ob ich mit meinem Pferd da lang reiten kann. Und jetzt. Na, natürlich nicht. Warum hält sich Cassandra da jetzt fest? Ich nutze die Leertaste eben dafür, nicht zum Klettern. Ja, auch das Pferd, das bitte nach 20, nach 30 Metern wird, bitte neu gespawnt wird. Nicht erst nach 40 oder so. Guck mal, ja, wie lang ich laufen kann einfach, ohne bis mein Pferd mich einholt. Wollen wir mal. Ist das ein Piratenschiff hier? Sieht so ein bisschen aus, ne? Aha. Das scheint aber auch eine Höhle zu sein. Da sind immer echt viele Piraten. Warte mal, ich will mal eben meinen anderen Bogen testen, den Giftbogen. Weil der hat ja Kriegerschaden drauf, aber der hat Kopfschussschaden drauf. Bin ich jetzt irgendwie blind? Die haben die gleichen Werte, ne? Nehmen wir mal den Hadesbogen. So. Und dann wird es einfach nur nicht angezeigt. Das könnte auch natürlich auch sein. Das ist schon ein bisschen. Wir probieren es einfach mal. Funktionieren. Okay, das gefällt mir doch. Warum ist der jetzt hier? Hier ist sicher ein Schütze. Pfeile. Und es sind nicht unsere. Pfeile kommen von. Ja, Gift schon, das ist so krass von mir. Ups.
Und der ist auch tot. Der denkt schon, dass er was geht hier ab. Hä? Wieso können die meine Pfeile nicht treffen? Der große Gegner. Naja, musste das Spiel wahrscheinlich erst so ein bisschen, ja, wir müssen das mal gucken. Und dann so, ach ja, wir hatten 25% Schaden drauf, das müssen wir dir mehr noch anzeigen. So wirkte das gerade ein bisschen auf mich. Festung sicher als Aussichtspunkt. Auf dich, Junge. Junge, ich hab keinen Bock auf dich. Lass mich in Ruhe. Ui. Oh Leute, natürlich trifft er mich. In der Luft. Dürft ihr mich doch eigentlich nicht sehen. Die Belohnung werde ich mir schon noch holen. Dann hol du dir mal die Belohnung. Guck mal, wie viel Schaden die macht. Dass mein Boom in der Wand steckt und sie spielt Kreise. Ist die KI kaputt? Natürlich trifft der Schuss nicht. Ja. Was stürzt du noch mal sagen? Oh, ups. Oh, sie hat sich befreit. Echt? Weißt du, woher die Pfeile kam? Tja, dann bist du jetzt trotzdem tot. So. Holy shit. Was war denn da los? Würde ich jetzt mal sagen, ne? Er ist so schockiert, dass er in seiner Animation stecken geblieben. Genauso wie er. Interessant. Das war gar keine Höhle, das war eine Brücke hier. Ups, oder? Ja. Das war natürlich nur eine Brücke. Schön sie alle hier. Ja, ich weiß nicht, hab ich befreit. Wo sind meine Dankeshymnen? Ups.
Bitte schön, ich hab dich befreit. Oder greifst du mich jetzt auch an? Mach schon, Tutu. Verstehe ich, verstehe deine Sprache nicht. Mach schon, Tutu. Ich weiß nicht, was die mir sagen will, aber mach schon, Tutu. Alles klar. So, haben wir den auch, den Orikalkos. Ich muss auch noch den Daily Orikalkos machen eigentlich. Da sind zwei Wochen alle Dinge hier schon fertig im Bereich. Cool. Ja, ich habe mich jetzt mit dem Lager natürlich extrem viel Zeit gelassen, aber hey. Spin me right round, ne? Spin me right round, baby, right round. Zack, zack, zack. Dankeschön. Wie viel Orikakos haben wir jetzt? 36. Hey, wir könnten zumindest schon mal in der Theorie Dings, du musst, wer weiß jetzt, natürlich könnten wir uns schon mal nochmal ein neues Gefäß kaufen. Ich muss, wie gesagt, auch noch die Daily machen. Von heute. Dann hätten wir sogar noch ein bisschen mehr. Ich muss noch ein bisschen sammeln, weil bald fängt die neue Woche an und heute oder morgen sogar, fällt mir gerade so rein. Und da haben sie schon noch, bin ich noch nicht dran gewesen. Wilde Höhle. Was haben wir denn hier? So, das bisschen nehmen wir mit. Ich habe jetzt keinen Bock an die Wänden zu klettern. Ja, was ist denn jetzt das Alpha-Tier? Das Alpha-Tier ist gerade gespawnt. Das Alpha-Tier ist tot. Schön, dass das Spiel so offensichtliche Fehler hat, ne? Das war jetzt der offensichtliche Fehler. Muss man einfach mal ganz klar sagen. Deswegen waren den Sinnsitzerwölfe jetzt erst nicht zu sehen. Hm? So, jetzt hier. Machen wir oben noch das Ding und dann holen wir uns die Rekalkos und machen wir den Vogel. Dann sollten wir das eigentlich sogar heute alles fertig kriegen. Also die Insel kommt mir ganz ehrlich vor wie Lückenfüller. Müssen wir aber ganz gut sagen. Das ist ein Motto, es gibt diese griechische Insel, die müssen wir reintun. Aber jetzt irgendwie groß mit irgendwas verbinden, tun wir die nicht. Ich muss jetzt extra weggehen und nochmal. So. Erledigt. Würde ich mal behaupten. So, dann haben wir noch Rekalkos, da noch Rekalkos und da noch welche. Ich glaube, wir sind echt heute meist mit den Rekalkos beschäftigt. Finde ich echt schade, dass hier so gefühlt nichts ist. Ach ja, mein Bär. Der war so treu zu mir. Gewattentat auf Bären machen? Geht das? Was ist
dieses Attentat, aber nicht dieses Sprungattentat. Was irgendwie keinen Sinn ergibt, weil auch ein Bär kann mit einem Dolch von oben angegriffen werden. Ach, jetzt ging das plötzlich komisch. Gerade ging es nicht, weil so ein Bär machen wollte. Hm. Interessant, dann kriegen wir die Dinge wirklich in einer Folge fertig. Die Insel, so krass war die Insel. Mit Orikalkos-Sammeln. Ja. Die drei Orikalkos, den Vogel machen, fertig. Das war die Insel, Leute. War nicht viel. Na? Ist mein Pferd heute wieder useless oder useful? Ja, so wie es den Berg hochkraxelt, auf jeden Fall nicht. Muss man einfach mal sagen. Es fehlt mir eigentlich nur, dass ich durch mein Pferd anfange. Alles klar, von den Bärenmeute hier. Oh, der ist verbrannt. Ich bin schon noch nicht gelegt, kann ich noch looten. Ups. Geht jetzt, wenn ihr aus Versehen einen Elch erlegt. Und noch 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 einen Elch erlegt. Schon wieder Elch joggt. Noch ein Bär. Was ist denn hier los mit euren Bären? Wir haben jetzt wie viele? Vier Bären getroffen in der kurzen Zeit? Bei den Bärenpopulationen auf dieser Insel Bandit, würde ich sagen. So, dann holen wir uns den, machen den Vogel, holen uns den und danach zurück zum Schiff und wir sind fertig. Wusstet ihr, dass Elche auch angreifen können? Beziehungsweise sind ja hier Hirsche, aber ich sage mal Elche. Ne, es ist wirklich so, Elche können noch angreifen. Hätte ich erwartet, weil ich dachte, das sind so unbeholfene Tiere, die sind froh, wenn sie stehen können, gefühlt. Ja, die sind echt, die können auch angreifen. Wenn sie wollen. Es gibt sogar Elche, die haben Menschen schon getötet. Na gut, als Mensch musst du total wahrscheinlich nur dämlich sein, dich vom Elch töten zu lassen. Das ist schon eine Kunst, denke ich mal. Weil die Dinger, die Viecher sind echt zusammenbeholfen. Jetzt sind die nicht kein Disrespect an die Leute, die von Elchen gemacht wurden. Ganz klar, aber. Das ist schon eine Kunst, sagen wir es mal so. Also, unbekannter Ort. Naja. Also die Leute, die beim Darwin im Wort drin sind. Das kann man so sich nicht über Toto lustig machen, aber Darwin im Wort gibt es halt, kriegen halt die Leute, die einfach zu blöd waren zu leben. Muss man ganz klar sagen. So, Heros Sturz. Ah. Ich muss jetzt auch darunter stürzen. Dann muss ich mal die Wand wieder hochklettern. Finde ich nicht so geil. Ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt nächste Max-Level erreicht haben, wenn wir all unsere Legendaries Zeug, soweit es geht, auf Max-Level bringen, dass wir die einfach halt auch benutzen. Kennst du diesen Ort, Ikaros? Hier hat Lykomedes Theseus in den Tod gestoßen. Ja. Immerhin weiß Cassandra ein bisschen gebildet. Ein bisschen so Hauptfigur. Kann dir noch ein bisschen griechische Geschichte beibringen. Finde ich ganz okay. So. Zack. Zack. Ja, dann. Muss da ja unten eine Leiche sein, ne? Aber. Bis auf. Ah, da ist ja doch was. Guck mal. Ah, wir haben so ein Rätsel gelöst. Oh. Ja, dafür kriegen wir noch eine Gravur gekriegt. Cool. Wie soll ich mich echt mal hinsetzen und alle Rätsel lösen? Weil man da jedes Mal eine Gravur für kriegt. Oder da. Doch, jedes Mal kriegt man eine Gravur, glaube ich, bis jetzt, ne?
Dann können da echt coole Gravuren, glaube ich, bei sein. Deswegen müssen wir mal schauen. Ich mache die immer nur aus Versehen eigentlich im Grunde. Schnellspeicher nicht verfügbar. Danke für diese Information, warum auch immer du mir das jetzt mitgegeben hast. Spiel. Wenn du jetzt an der Wand hing, du schnell speichern wolltest, oder wann sagst du mir das? Hm. I don't know. So. Dann wäre ich auch ganz legit, 30-Minuten-Folge voll mit der kompletten Insel. Also die 30 Minuten haben sich jetzt echt rein wie Füller angefühlt. Ich hab nichts cool, der Sturmbrunnen jetzt hat was Historisches zugesagt, war es aber auch. Zu der Statue zum Beispiel haben wir nichts gehört, zum anderen Aussichtspunkt haben wir nichts gehört. Das ist so langweilig, da schlafe ich schon bei ein. Gut, wir sind fertig mit der Insel. Oder hier mit dem Schiff, das. Na gut, das ist ein Piratending. Aber ja, um das zu zeigen, ist das so gemacht. Wow. Gut, dann würde ich sagen, wir haben die Insel fertig. Wenn dann als nächstes hier an Land gehen. Und dann diese Insel machen. Und dann haben wir alle Inseln gemacht. Bis, wenn wir das noch als Insel ziehen, haben wir, gut, haben die kleine Insel nicht gemacht. Und die Insel haben wir auch nicht gemacht. Aber dafür haben wir die gemacht und die da. Deswegen. Ja, hier sind noch zwei Wasserdinger, die wir noch machen müssten. Theoretisch. Aber gut, dann schauen wir einfach mal. Da kann ich auch noch was tun. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Some days I can't get out of my head. That's just the dark side of me. Some nights it's hard for me to fall asleep. That's just the dark side of me. And all the hate, money and the power, social rank. Lot of pride now, not enough loyalty. Had to change my life for the better things. Had to boss up and overcome adversity. I put my brother in position. I know someday see the vision. I'm just living by tradition, and I die for my respect. And I die for my protection. You might die for disrespect, and I'm not afraid. I've got a